Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf einen Schritt zurück machen von doch einigen Details, die wir gehört haben, und ein bisschen etwas zu Resilienz, Nachhaltigkeit und ganz allgemein zur Evaluierung des Finanzausgleichs sagen. Ich habe quasi drei große oder kleine Themenblöcke im Rahmen der knappen Zeit mir vorgenommen. Das eine ist, ich möchte ganz kurz einen Blick werfen auf ein Thema, das wir 2017 entwickelt haben, Joe Brötthaler und ich, nämlich wie kann man ein Finanzausgleichssystem ganz grundsätzlich beurteilen, also mit welchen Kriterien, in welchen Dimensionen kann das passieren. Ein zweites Schlaglicht auf das Thema Resilienz des Finanzausgleichs, und zwar jetzt nicht nur unbedingt also Resilienz der öffentlichen Finanzen, sondern des Finanzausgleichssystems selber. Und der dritte Punkt, aus diesen zwei Perspektiven, auch unter Hereinholung des Nachhaltigkeitsbegriffs, eine ganz kurze Einordnung der Ergebnisse des Finanzausgleichs 2024 aus unserer Sicht. Zunächst ganz kurz und im Überblick die Frage zu stellen, wie kann man denn Finanzausgleichssysteme überhaupt evaluieren, beurteilen, beschreiben. Und wir haben das 2017 damals entwickelt als in drei großen Blöcken, nämlich nach systemischen Überlegungen, nach strukturellen und nach technischen. Und je weiter nach unten wir gehen, desto sozusagen quasi technischer, detaillierter wird das systemisch bedeutet. Wir schauen uns quasi die großen Zusammenhänge des Finanzausgleichs an. Also da geht es unter anderem zum Beispiel um, hat sich durch den Finanzausgleich irgendetwas grundsätzlich bei den Aufgaben oder bei der Organisation, der bundesstaatlichen Organisation geändert. Bei den strukturellen Kriterien, da geht es dann schon eher um die Frage etwas konkreter der finanziellen Beziehungen der Gebietskörperschaften. Abgaben, Transfers spielen hier eine Rolle. Und ja, natürlich auf der technischen Ebene Finanzausgleich im praktischen Sinn. Und Sie sehen hier rechts quasi noch eine Perspektive, wie kann man denn das evaluieren? Und natürlich, je weiter nach unten, je technischer, je detaillierter es ist, desto eher sind natürlich quantitative Kriterien, also weiß ich, 300 Millionen für irgendetwas spielt da eine Rolle. Oben ist es dann eher quasi eine qualitative Einschätzung, eine qualitative Beurteilung, die wir natürlich aus der Perspektive der Wissenschaft versuchen zu vollziehen und zu machen. Und das Ganze soll ja kein Selbstzweck sein, sondern soll, wie hier unten steht, ja quasi aufzeigen, aus ökonomischer, aus finanzwissenschaftlicher Sicht, naja, gibt es da einen Reformbedarf, gibt es da Reformoptionen oder so, wie sind die zu beurteilen, was sind die Strategien, die man vielleicht für eine Reform oder für eine Ausgestaltung heranziehen will, beziehungsweise wie schaut es aus mit dem Forschungsbedarf in Zukunft. Und ich greife jetzt eins heraus, nämlich einerseits die systemischen Kriterien andererseits strukturelle Kriterien. Und wir haben wir haben das quasi wissenschaftlich detailistisch versucht zu machen. Deshalb sehen Sie da also eine ganze Latte an Beurteilungskriterien, an Beurteilungsmaßstäben und wie man das eigentlich machen könnte. So, und ich kriege jetzt einen Chat, bitte ins Mikrofon sprechen, die Tonqualität. Jetzt nehme ich dann doch das Mikrofon dieses Auto. Hoffen wir, dass das dann besser ist. Also ist eingeschaltet, ja genau. Okay, dann rede ich in beide Mikrofone ein. Gut, und wir haben versucht sozusagen quasi aus dem jetzt bestehenden quasi 2024 Finanzausgleich ein paar Dinge herauszugreifen und zu schauen, ob man da eher, sagen wir, aus unserer Sicht sozusagen quasi ein positives Hackerl oder ein Plus dazugeben kann oder ob das vielleicht kritisch zu beurteilen ist. Und wenn man sich die Reformdiskussion natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschaut, ob der Finanzausgleich sozusagen quasi auf systemischer Ebene neue Dinge erbracht hat, muss man sagen, das ist sozusagen quasi ein rotes Kasterl um diese Kriterien, also Bundesstaatsorganisation oder ist diskutiert worden, das Modell des Föderalismus. Wir haben ja beim letzten Finanzausgleich festgestellt, 2017,
da gibt es eigentlich Föderalismus, darunterliegende Föderalismuskonzeption, die in unterschiedliche Richtungen gehen, also Wettbewerbsföderalismus versus kooperativer Föderalismus. Da gibt es Elemente, die in beide Richtungen gehen, und das haben wir eigentlich als eher nicht so toll wahrgenommen, weil es da sozusagen quasi keine Stoßrichtung gibt, was natürlich auch dann zur Klarheit des Finanzausgleichs nicht unbedingt beiträgt. Oder ein anderes Kriterium: wurde die fiskalische Äquivalenz verbessert durch die neuen Regelungen? Da würden wir auch sagen, da hat es eigentlich kaum wirklich Verbesserungen gegeben. Das, was man auf systemischer Ebene sagen kann, ist, es ist durch den Zukunftsfonds erstmals das, oder nicht erstmals, aber doch deutlich sichtbar geworden, das, was wir immer wieder überlegt haben und diskutiert haben, nämlich eine Zielorientierung und auch sozusagen was eine Wirkungsorientierung, also ein gewisses Nachvollziehen von inhaltlich, also politischen Kriterien oder politischen Zielsetzungen. Wir haben jetzt gehört, dass im Bereich Elementarpädagogik gibt es Ziele, im Bereich also Bauen und Sanieren gibt es bestimmte Zielvorstellungen, die sogar quantitativ festgelegt sind. Also da könnte man schon durchaus sagen, ja, da ist jetzt ein Ziel, quasi ein Kriterium erfüllt worden oder nicht. Also da sagen wir, okay, das geht also sozusagen in eine gewisse positive Richtung. Strukturell sehen wir auch hier für das Thema Nachhaltigkeit, also da ist inhaltlich nicht nur so eine abstrakte Zielorientierung festgeschrieben worden, sondern auch inhaltlich eben mit diesen Zielsetzungen ökologische Nachhaltigkeitsperspektiven zum Beispiel, die hier also eine Rolle spielen, aber auch ein bisschen was Gerechtigkeitsüberlegungen anlangt zwischen den Gemeinden, Strukturfonds und Ähnliches, das geht sozusagen quasi schon durchaus in eine bestimmte positive Richtung, die wir quasi gerne auch hier positiv auch hervorheben wollen. Zweiter Punkt trägt die derzeitige Vorliegen des Finanzausgleichs zur Resilienz bei. Da muss man sich grundsätzlich fragen, was Resilienz ist. Alle sprechen darüber, und wir haben das auch sozusagen quasi auf Basis der Diskussion um finanzielle Resilienz auch des öffentlichen Sektors detailliert. Also beispielsweise hat ja oder haben die österreichische Finanzen ja durchaus ihre Resilienz gezeigt, der Bundesstaat die Resilienz gezeigt in den letzten Jahren, das muss man schon durchaus sagen, also eine gewisse Robustheit hat bestanden. Auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit hat man natürlich gesehen. Wie es mit der Wandlungsfähigkeit und mit der Vorbereitung und Lernfähigkeit ausschaut, naja, das kann man wiederum als weitere Dimension der Resilienz durchaus also auch als Frage formulieren. Ganz wichtig beim Begriff der Resilienz oder bei der Überprüfung der Resilienz ist, das sind natürlich auch normative Fragestellungen. Also reicht es mir, ein System als resilient zu bezeichnen, nur weil es den Ausgangszustand wiederherstellt? Oder vielleicht ist Resilienz nicht das Vorbereiten auf Zukunftsherausforderungen? Auch das möchte ich also hier ganz kurz erwähnen. Wie schaut es aus mit der Resilienz des Finanzausgleichs und der öffentlichen Finanzen? Sie sehen hier die Aufteilung des Abgabenertrags auf die einzelnen Gebietskörperschaften, und wir haben das quasi Resilienz unter Anführungszeichen im Titel gesetzt. Egal welche Reformen des Finanzausgleichs durchgeführt wurden, seit 1976 haben wir diese Zeitreihe. Na, die Anteile der Gebietskörperschaftsebenen sind sehr resilient gegenüber Diskussionen und Veränderungen, wenn ich das so sagen darf. Also die Bedeutung des Bundes, der Länder, der Gemeinden von Wien, da verändert sich nicht wahnsinnig viel. Also ob jetzt der Zukunftsfonds der 1,1 Milliarden da verschiebt oder so, wenn man sich den gesamten Abgabenertrag natürlich anschaut, ist das dann schlussendlich auch nur quasi ein relativ kleiner Anteil. Das heißt also, diese bundesstaatliche quasi Aufteilung des Abgabenertrags inklusive Transfers, das ist sehr stabil, und man könnte es als resilient gegenüber Reformen auch vielleicht bezeichnen. Aber vielleicht das etwas scherzhaft gemeinte noch etwas konkreter zu machen. Wo würden wir sehen, dass der Finanzausgleich 2024 doch etwas zur Resilienz oder vielleicht sogar deutlich zur Resilienz beiträgt?
Wir haben die Resilienz auch in einem Beitrag von vor, glaube ich, 3 Jahren in institutionelle, politische, räumliche und funktionale Resilienz aufgeteilt. Was wir als Bürgerinnen und Bürger vor allem sehr deutlich immer sehen, ist natürlich die funktionale Resilienz. Also werden die öffentlichen Aufgaben auch in Krisenzeiten zum Beispiel quasi erfüllt? Fließt weiter das Wasser? Gibt es weiter Bildung oder solche Dinge? Gibt es weiter öffentliche Dienstleistungen? Und das hat sich natürlich gezeigt, dass hier die Resilienz ja gegeben war. Wenn ich jetzt da auch hier grüne Kasten herum zeichnen will, wenn das geht, dann sehen wir zunächst, wir sehen hier auf der unteren Ebene zwischen funktionaler Resilienz, räumlicher Resilienz, also Aufgaben und Wirkungen, durchaus diese Zielorientierung, die wir also als positiv zur Resilienz des Finanzausgleichs auch für die Zukunftsperspektive sehen würden. Also das sehen wir durchaus als positiv. Auch die Frage der räumlichen Ungleichheit, von Mobilität, werden wir heute auch noch diskutieren darüber. Auch das ist quasi durchaus ein positiver Beitrag zur Zukunftsbewältigung, zur Verbesserung der Resilienz. Und schlussendlich auch im Bereich Gesundheit und Bildung, also bei den öffentlichen Aufgaben, eine Verbesserung der Garantie, sozusagen quasi der Aufgabenerfüllung auch für die Zukunft, die wir hier durchaus sehen. Eins muss ich dazu sagen, ich habe zwar vorher diese wunderbare Aufteilung des Ertrags, also des Abgabenertrags genannt. Das können wir natürlich jetzt in dem Sinn jetzt nicht quantifizieren. Also sagen, ja, das ist, die Resilienz ist um 3% oder was gestiegen. Das ist natürlich sozusagen, was in dem Sinne jetzt nur eine qualitative Beurteilung. Um das ein bisschen schlussendlich, und meine letzte Folie ist das, einzuordnen aus unserer Perspektive und das ein bisschen zu kondensieren. Das eine ist, wir sehen durchaus jetzt quasi aus ökonomischer, umweltökonomischer Perspektive, zum Beispiel finanzwissenschaftlicher Perspektive, deutlich diese Akzentsetzungen, Elementarpädagogik, Gesundheit, Pflege, Klimaschutz, Sanierung wurde schon natürlich angezogen. Wir sehen aber auch, dass zwar diese Mittelzuweisungen, die zusätzlichen Mittelzuweisungen an sich eine Art frisches Geld sind für Länder und Gemeinden. Allerdings die Frage ist, inwieweit wurde das nicht ohnehin schon durch gewisse Preissteigerungen aufgefressen. Also die Frage der Spielräume, neue Akzentsetzungen, ja, ist noch offen, würde ich sagen, und ist also quasi auch fraglich und schwierig in Zeiten dieser doch finanziellen Knappheiten. Was wir schon sehen, und ich glaube, das ist jetzt kein jetzt unmittelbare Kritik an dem Finanzausgleich selber, aber wir sehen doch, dass manche Rahmenbedingungen erst woanders außerhalb also oder vor dem Finanzausgleich verändert werden müssten. Ich habe ja das Beispiel Klimaschutzgesetz hingeschrieben, also die Aufteilung der Verantwortlichkeiten im Klimaschutz auf die einzelnen Gebietskörperschaftsebenen. Also wer tut jetzt ganz konkret was, wer trägt zu welcher Emissionsreduktion zum Beispiel bei. Da fehlt es also auf anderer Stelle, das kann natürlich der Finanzausgleich möglicherweise im Sinne der Zielorientierung versuchen, etwas zu unterstützen, aber da sind sozusagen quasi die Zielsetzungen nicht dabei. Auch sind einige Zielsetzungen natürlich jetzt nicht in dem Sinn verbindlich oder sanktioniert oder so etwas. Also vielleicht ist da die Karotte, die da vor den Gebietskörperschaften hängt. Wenn sie die Ziele erfüllen, dann dürfen sie es anders verwenden, die Mittel. Aber verbindlich oder sanktioniert ist das Ganze nicht. Es kehrt ein bisschen Ernüchterung ein und man kann natürlich über das Label Zukunftsfonds auch geteilter Auffassung sein, ob das ein nettes Label ist oder eine inhaltliche Aussage oder vielleicht nur ein Marketing-Gag oder so etwas. Aber das bleibt natürlich allen uns überlassen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, freue mich auch auf die Fragen und dann später Diskussion. Danke.